Gut, was gab's noch? Ach, Mensch. Ich weiß, dass wir den. Jetzt weiß ich schon wenig, was ich sagen würde. Eben wusste ich noch, was ich weiß. Ach ja, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Es ist, den Trailer haben wir, glaube ich, Samstag, Sonntag nicht gesehen. Aber der mit dieser neuen Währung, der Lebenszeit von den Menschen. Ja, In Time heißt der Film, glaube ich. Kann sein. Mit Justin Timberlake in der Hauptrolle, sehr guter Schauspieler. Ich finde die Geschichte einfach völlig schwachsinnig. Sie kam nicht gut rüber im Trailer. Ja, das mag sein, aber es geht mir nicht in den Kopf, warum man Zeit als Währung benutzen sollte. Und wie das funktionieren soll, mal davon ganz ab. Aber es macht für mich keinen Sinn, auch nicht auf einer filmlogischen Ebene. Ja, also macht es auch nach dem Trailer nicht. Die Story ist halt, dass in der Zukunft ist es möglich, unendlich lang zu leben. Das können aber auch nur die Leute, die halt viel haben, mehr oder weniger. Und, das Problem ist, wenn das die Währung ist, muss ich ja von meiner Arbeit mit Lebenszeit bezahlt werden. Theoretisch schon, ja. Ja. Aber wow, das macht wirklich keinen Sinn. Das heißt, muss mein Arbeitgeber muss ein Lebenszeitkonto haben, weil mit dem. Das macht einfach absolut keinen Sinn. Shit. Ja. Ansonsten ziehen die Zeit aus dem Nichts. Und das macht das ganze System völlig sinnfrei. Ja. Ich muss nochmal recherchieren irgendwie. An sich klingt der Gedanke ganz cool eigentlich, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, denkt man, das ist wirklich. Ich muss da nicht genau drüber nachdenken. Das erste, als ich gesehen habe, als die haben ihren Arm mit einem ablaufenden Bild unter dem Scanner gesagt, dass das keinen Sinn macht, damit kann ich leben, das ist Filmlogik. Aber dann habe ich sofort gedacht, ja, und wo kommt die Zeit her? Gut, denn die bezahlen in dem Film nur, aber irgendwo müssen die Zeit herbekommen. Hm. Ja. Ansonsten, oder man hat von Anfang an diese Lebenszeit. Oder ist das Monopol auf diese lebensverlängernde Droge mehr oder weniger, die es gibt und sowas. Man hat dieses Monopol, man kann sie verteilen, wie man möchte und sowas alles. Und dadurch kommt so eine Währung zustande. Ich kenne mich mit das. Es macht aber trotzdem keinen Sinn. Weil, wenn ich davon ausgehe, dass ich diese Lebenszeit von Anfang an habe, habe ich keinen Grund, irgendwas zu tun, um zu arbeiten und so weiter, weil ich erstmal bezahle ich mit meiner Lebenszeit dafür, dass ich meinen Lebensunterhalt bezahle, kriege. Das ist, ja. Das sind völlig sinnfrei. Und ich kann genauso gut einfach nichts tun. Ich habe ja trotzdem diese Zeit, die ich habe. Das Ding ist, glaube ich, ich glaube eher, dass da halt im Kern also ein philosophisches Problem hintersteht. Und das ist zwar, dass wenn du, du möchtest etwas haben, aber du musst Lebenszeit dafür opfern. Und würdest du Teil deiner Lebenszeit opfern, um dir jetzt zum Beispiel, sagen wir, eine PS3 kostet 3 Jahre oder sowas heißt, und du kaufst sie dir und verlierst dadurch allerdings 3 Jahre Lebenszeit. Das verstehe ich schon, aber ich muss essen, um zu leben. Ja, ich bezahle mit dieser Zeit mein Essen. Ja, ja. Das ergibt keinen Sinn. Ich gucke mir das nochmal genauer an und gucke danach, ob das da irgendeine Logik gibt, die einen Sinn macht. Also, ich find's halt interessant von dem Metakonzept her. Eigentlich. Ja, das ist richtig, das ist schon, aber. Also, und ich möchte nochmal Justin Timberlake auf der Leinwand sehen, muss ich ehrlich sagen. Ist ein guter Schauspieler. Ich schon. aber wie hieß dieser Horrorfilm nochmal, den du meintest? Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch keine Features mehr von dem Film erinnern, aber ich weiß nicht, den Trailer fand ich gut. War irgendein Darsteller dabei? Oh, Verblendung haben wir den Trailer von gesehen. Ja. Also, da bin ich ehrlich gesagt gespannt drauf, weil David Fincher ein guter Regisseur ist. Ich habe weder die Bücher gelesen, noch habe ich die bisherige Verfilmung gesehen, was ich noch demnächst vorhabe. Und weil ich die nämlich in der längeren Fassung sehen möchte, in der ganz langen dann halt. Und dafür muss ich mir erstmal Zeit nehmen. Ich muss die erstmal finden irgendwie in der Videothek oder sowas. Und und ich möchte halt allerdings trotzdem, weil der Trailer sieht nach meinen Maßstäben verdammt gut aus, er klingt verdammt gut und also ich fand ihn richtig gut. Also ich glaube, dass der Film auch wieder unnötig ist, aber was soll's, vielleicht ist er ja trotzdem unterhaltsam. Also, ja. Aber einer fehlt wirklich noch, ne? Ja. Haben wir den wirklich, also einen Horrorfilm-Trailer vor noch? Das war ein Trailer, das war, glaube ich, ein Horrorfilm. Weil das macht Sinn vor einem Horrorfilm, das war ein Horrorfilm. Und der war nicht schlecht. Aber ist völlig weg. Ja, bei mir auch. Also dann war er vielleicht dann nicht so ganz gut. Aber wir wissen beide, dass wir sowas gesehen haben. Echt?
Ich versuche wirklich, gerade, aber gut. Das kriegen wir vielleicht nicht mehr hin. Nee, das wird nicht mehr. Nee. Darum müsste man sich eigentlich mal Notizen machen, wenn man gerade aus dem Kino raus ist. So. Ja. Nach Hause. Aber da hatte ich eher vor, 3DS zu spielen. Gut. Das wär's dann, glaube ich, für heute. Also, The Thing is okay. Beziehungsweise gut. Gut, gut. Gut, gut. Guti. Und wir sehen uns dann beim nächsten Film-Vlog, dass wir noch nicht wissen, worüber wir das tun. Komplett übernommen machen. Nee, aber spätestens denke ich bei Sherlock Holmes. Ja, aber das ist noch ein bisschen hin. Ja, das ist Mitte Dezember, also gucken wir einfach mal, wann es das nächste gibt. Bis dahin, tschüss. Wink in die Kamera. Nein, ich winke nicht. Du winkst jetzt verdammt nochmal. Wink jetzt verdammt nochmal in die Kamera. Wink in die Kamera. Ich hasse dich. Ich dich auch.